Guten Morgen, Ofen! Guten Morgen, Raffinerie! Guten Morgen, Haus! Guten Morgen, Manfred! Manfred? 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 Ich habe auch ein Licht. Ich kann wieder Rast spielen! Ja, genau. Sehr eindrucksvoll, ne? Unser Geschützturm ist weg. Unsere Brücken sind weg. Alles ist weg. Aber das Haus steht noch. Manfred hat sich ums Haus gekümmert. Während ich verhindert war. Ja, Frauenkrankheit, ne? Nennt sich Easy Anti-Sheet. Ach, Pferd! Bist du tot? Wo hab ich denn das? Ey, hau nicht ab! Ich will dein Fleisch! Pferd, warte! Da kommst du wieder raus? Oh, nein? Ich denke, oh, jetzt ist es im Wasser gestorben. Na gut. Ich verkaufe noch elterlichen Rat hier. Die rumbrüllen und so. Ich bin gerade auf Tauchfahrt. Oh, ich hab den Brennstoff nicht reingetan. Wie lange kann man unter Wasser atmen? Oh. Voll. Die Truhe ist voll. Ich verliere gerade Lebensenergie. Nein, nicht das teure Öl wegwerfen. Ah, raus. Ah, so schönes Wetter heute. So, da ging das mit. Ich esse erstmal einen Frühstückshappen. Schweinerippe. Und was trinken? Mit links. Gluck, 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 gluck. Ach, ist schon alle. So. Ach, ja. Da oben, da hat er wohl der Hubschrauber uns ein Fenster zerschossen, oder? In der letzten Folge hatten wir ja hier einen Angriff überstanden und dann hat Easy Anti-Ski zugeschlagen und ich konnte ja nicht mehr spielen. Hab alle voll geheult, überall rumgeheult, hab mich auch geärgert deswegen. Und es half auch nur ein Mittel, ein einziges, und das verrate ich nicht, das verkaufe ich nur gegen Geld. Und Manfred, du verrätst das auch nicht, ne? Und? Nee, Geld regiert die Welt. Genau. Achso, wir müssen Holz holen, ne? Ja, ich will nur mal gucken. Ich hab die ganze hier sind so viele Truhen. Verbraucht. Ja, ich hab Platz gebraucht in deiner Abwesenheit. Ach, da unten ist Tierfett, dann kommt das dazu. Ja, ich hab mich um fleißig Brennstoff gekümmert. Ja. Ich hab nochmal 1500 Öl noch im Inventar. Oh. Wir sind Ölmagnaten. Aber ich tu mal das Öl erstmal hier. Oh ne, das passt da gar nicht rein. Tue ich das hier rein. Wo kommt denn das Leder? Das ist noch hier unten, ne? Hm. Hier ist ja auch eine Truhe. Was ist da drin? Was ist denn den Truhen hier? Oh! Das hast du hier extra versteckt, damit ich das nicht sehe, ne? Ne, das ist die Waffentruhe. Und da hinten sollte die Medizintruhe sein. Ja. Aber toll. Ich habe da, glaube ich, noch nichts reingetan. Nee, da ist auch nichts drin. Ja, du konntest ja Gott sei Dank wenigstens ein bisschen. Das war ganz schön frustrierend. Also ich hätte da jetzt wenig Sinn drin gesehen, den Server weiter zu betreiben, wenn ich da nicht mal spielen darf drauf. Oder kann, ne? Aber es ist ja alles wieder gut. Ja, ich kann es auch verraten, ich habe einfach mein System neu installiert, komplett neu. Clean Install. Hatte ich angefangen? Sonnabend gegen 22 Uhr bis gegen morgens 3 Uhr so, ne? Mhm. Oh, er bespringt mich. Komm, lass uns Holz holen. Nee. Ich muss noch meinen Stein wegbringen. Ja, mach warte, das. Ich warte hier so lange draußen, ne? Also bis gegen 3 Uhr am Sonntag und dann den Rest. Aber um 3 Uhr hatte ich das erste Mal schon Rast gestartet und dann war ich zufrieden. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre ich richtig sauer gewesen. Dann hätte ich den Server gekündigt. Nein. Vielleicht doch. Er ist ja nicht teuer, aber wenn man das nicht nutzen kann, ist das ganz schön ärgerlich. Ne, wir brauchen wieder hier Brücken. Ja, kannst du dich drum kümmern. Aber warte mal, wir haben na, ein bisschen Zeit haben wir noch, ne, bis zum Vibe, ne? Boah, und nach dem Server-Vibe wollten wir ja eigentlich auf eine andere Insel, ne? Mhm. Nö, ich habe nur den Stein mitgenommen. Wir machen ja Steinbrücken, ne? Ja. Hier hinten eine, wo wir eben drüber gegangen sind und dann weiter oben noch eine, ne? Und eine beim Richtung Hafen, würde ich sagen. Einverstanden? Wir können die Steinbrücken machen und dann
wollte ich ja noch was basteln. Das magst du jetzt nicht verraten? Nö, das sollen die selbst erraten. Ach so. Kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal alles verrate. Ja. Holz. Das sehe ich nicht mehr im Ein. Ich höre hier so ein tiefes Brummen. Nicht von mir. Du hast gepupst, gib zu. Den Vormittag über, ja. Das Frühstück war sehr belastend. Ja. Endlich wieder. Endlich wieder. Ich hab's vermisst, ich bin ganz ehrlich. Also es macht viel Spaß. Scheint auch genauso gut wie Minecraft anzukommen bei unserem Mini-Kanal. Spielen ja auch nicht viele, ne? Nicht wirklich momentan. Ach, Manfred jagt. So ein süßes Pferdchen. Oh. Ah, die müsste man wirklich zum Reiten nutzen können, ne? Das wäre schön. Dass man sich einen Sattel bauen kann und ein Pferd und dann mit einem Sattel betatteln und dann kann man halt reiten. Hat man ein Reitpferd. So, was brauche ich nicht? Ich brauche Knochen nicht, ich brauche Stoff nicht, ich brauche das Futter nicht. So. Und ich habe den Weg vergessen. Ach da. Ich habe die Karte offen. Richtig schön klasses. Wenn du Stein findest, immer mitnehmen. Also Stein. Aber wir haben eine ganze Truhe voll, ne? Die würde nicht reichen. Ach, bei dem, was du vorhast. Alles klar. Also Stein sammeln. Die Steinkosten sind hoch und wenn ich bedenke, dass eine Sache über 3500 Stein kostet. Oh. Ja, aber Holz brauchen wir auch. Da war ja fast gar nichts mehr in der Kiste, ne? Nee, ich habe da eine Truhe voller Holz gefarmt und durch das ganze Brennen und so. Ja. Aber ist unser Steinding eigentlich noch da, was wir gebaut haben, oder ist das jetzt auch weg? Das ist wieder da. Dann ist ja gut. Ja, die Sachen zerfallen, wenn man nicht hier oft genug hinguckt, ne? Ja, man sollte wenigstens einmal täglich reingucken. Ja, hast du denn gestern reingeguckt? Na klar. Ah, dann ist gut. Ich nicht. Ich mach das wie vor. Ich gucke jeden Tag einmal rein. Dann mach das so. Dann gucke ich ja, ob ich noch was reparieren kann und so ein Kram. So wie heute kann ich zum Beispiel wieder die Fundamente reparieren. Ich denke, du warst gerade auf dem Klo. Nein, Kopf juckt. Ach so, ja, das ist immer eklig. Also prinzipiell, wenn ich anfange aufzunehmen, juckt die Nase, juckt jucken die Ohren abwechselnd und auf der Rübe juckt es auch. Wenn ich so spiele, alles in Ordnung. Was allerdings immer seltener vorkommt, das gebe ich zu, aber oh, ich hätte jetzt wieder Lust, mal weiter noch ein bisschen Fallout zu spielen und das habe ich ja, habe ich zwar durch, aber da habe ich noch so ein paar andere Enden wollte ich noch sehen und ich habe noch das DLC nicht gespielt und ach ja. Du kannst deine Platte da richtig schön zuscheißen. Ja, tue ich auch gerade. Ich habe heute erstmal noch Folgen gerendert. Ich habe noch Folgen vom ersten Haus, die ich noch zu rendern habe. Also das, was es schon lange nicht mehr gibt. Von diesem hier habe ich noch nicht eine einzige. Naja. Aber das wird schon. Mein anderes Projekt, das läuft ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch läuft, aber müsste eigentlich, das sind so viele Folgen hier, Just Cause 3. Da habe ich ja auch fleißig, das habe ich ja gesuchtet. Da habe ich zwar auch ganz schön gemeckert, habe ich ja vorhin schon erzählt in der Offline-Phase. Ach, so fällst du Bäume. Du schießt sie ab und wartest, dass sie umfallen. Und fallen sie um? Nee. Scheiße. Aber ich habe das Pferd getroffen. Ein Pferdebaum. Was für ein Traum. Ah, ich juck das Auge. Gestern beim Spielen, ich spiele ja auch noch ein anderes Spiel, Mass Effect, da hat mir das mitten im Spiel das Auge so gebrannt, dass ich gar nicht mehr gucken konnte. Das ist manchmal so seltsam. Und gerade bei so einer Szene, wo das absolut unpassend war. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nein, ich guck mal mein Inventar. Ja, Holz. Wir brauchen Holz. Für meinen Kopf. Ach, da fällt wieder. Die Steinmühle hier hast du gar nicht mehr genutzt, ne? Die müsste aktiv gewesen sein. Ich hole ja ab und an mal denn da ja noch. Achso, naja, Brennstoff haben wir jetzt. Wir haben uns ja die Ölmühle erschlossen.
Oder die die Ölabfüllanlage. Ach, ich weiß jetzt, warum bei uns ein Einkaufskorb steht. Ich habe doch diesen komischen Schrank gebaut. Da kann man doch Sachen kaufen. Das ist doch ein Shop. Und deswegen ist auf der Karte bei unserem Gebäude ein Einkaufskorb. Ich habe mich doch immer gewundert, warum ist da ein Einkaufskorb in Gelb? Na gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Nee. Ja, ist ja gut da hinten. Jetzt ist Feierabend. Hör auf zu piepen. Kann man eigentlich auch so eine Strommasten kappen? Kriegt man denn da auch Holz? Nein. Oh. Ich möchte das auch schon probiert. Ja, ich weiß. Ich habe das auch schon probiert. Bei sowas bin ich immer sehr neugierig. Ich esse jetzt ein paar Pilze. Donnerstag fahre ich weg. Oh. Ich habe eine Mini-Höhle gefunden. Hier kann man sich vom Hubschrauber verstecken. Nee, vom Hubschrauber kann man sich nirgendwo verstecken. Der findet einen überall. Außer man ist im Haus irgendwo im Keller. Unter der Decke. Und bewegt sich nicht. Nicht mal atmen. Nee, als wir hier reinjointen vorhin, da war der Hubschrauber da, ne? Der Sack. Mhm. Müssten wir auf unseren Airdrop verzichten, sonst hätte er uns erwischt. Aber da verzichte ich denn auf dem Airdrop, bevor ich die ganzen Sachen wieder mache. Der Manfred hat aber fleißig. Zeig euch nachher mal die Waffenkiste. Oder habe ich da vorhin schon während der Aufnahme reingeguckt? Ich weiß das gar nicht mehr. Das weiß ich auch. Da dachte ich eben, ich spinne, was ich da gesehen habe. Ich habe Matschbäume. Bist du ein Wolf? Bist du ein Wolf? Bist du ein Wolf? Nee, du bist neu. Ich spiele in Fantastisch und da gibt's Matschbäume. Geil. Okay. Was denn? Nicht nix, ich hab jetzt Angst. Hast du die Schüsse gehört? Ja. Bist du sehr weit weg? Nein. Achso. Doch, ich bin weit weg. Oh. Ich bin bei der Raffinerie. Bei der Raffinerie. Ja, ich bin bei der Raffinerie. Ich verwirr dich. Ich geb dir falsche Ortsangaben, dann weißt du nicht, wo ich bin. Der hat hier schon wieder alles gelootet. Der Arsch. Alles weg. Da war ich fortbildlich. Alles weg. Alles weg. Achso, wo war denn das jetzt hier? Hier drinnen. Oh, ich kann das gar nicht alles mitnehmen. Geil. Dass wir so viele Tiere manchmal finden. Hier sind noch ordentlich Steine drin in der Raffinerie. Und ich bin jetzt voll. Ich habe noch mehr als genug Platz bei. Na, ich habe ja fleißig Holz. Ja. Du bist ja nur deinem Vergnügen nachgegangen, der Jagd. Ja, Fleisch ist wichtig. Naja, du musst dich gesund ernähren. Obst, Gemüse. Das reicht mir schon, dass Cerealien. Ich Cerealien. Vegetarisch was? Essen muss. Was musst du? Jeden Montag vegetarisch essen. Oh. Und das schmeckt nicht. Jetzt kommt hier Musik. Sehen ich nehme noch ein bisschen Hanf mit. Ich drehe mir den Joint. Ah, sowas. Ja. Ganz allein. Mir ist kalt. Ich mache jetzt mal ein Feuer an. Oh, das Feuer ist ja hier weg. Oh, unser Lagerfeuer. Wo kochen wir unser Essen jetzt immer eigentlich? Das ist kaputt gegangen. Ach, weil es verbraucht war, oder was? Nein, dadurch, dass du nicht spielen konntest und ich ja Internetprobleme hatte durch meinen Powerliner. Ja, das kam ja auch noch dazu, das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? War ich ja auch, glaube ich. 4 oder 5 Tage nicht auf dem Rastserver und dann ist das Feuer kaputt gegangen. Wir haben den zwar dann nachher gestoppt, aber das war dann schon zu spät, glaube ich, ne? Mhm. Feuer. Ich mach mal eins, ne? Ich habe nämlich, da oben ist auch noch rohes Essen, ich mach mich jetzt erstmal leer. Wir konnten froh sein, dass das Haus noch stand. Ja, naja. Bevor ich als ich das letzte Mal Rast spielen konnte, bin ich ja hier nochmal rein und habe repariert. Aber als ich dann wieder raufscheunte, stand da, dass ich 7 Tage nicht drauf war. Oh ja.
her. Ja, ich bin schon so ein kleiner Sichtling, ich gebe es so. Die Truhen waren fast alle am Ende. Die hatten, glaube ich, nur 5 HP und so. Oh, scheiße. Gleich fällt hier ein Feuer raus. Nicht ein süßes Reh. Ach ja, das ist gutes Metall. Das kann ich ja hier schon mal dazu tun, so. Dann habe ich Platz für mein Feuer. So, Lagerfeuer. Das wird teuer. Mache ich wieder hier in der Mitte, ne? Mach, wie du möchtest. Ja, so wie wir es vorher auch hatten, würde ich sagen. Bisschen, ach hier, das 150er Holz, das packe ich da rein. So, dann gehe ich mal nach oben. Jetzt ist hier auch ein bisschen Licht. Fenster aufmachen, trauen wir uns immer nicht, warum auch immer. Jetzt könnten wir es ja eigentlich, es ist ja Tag, ne? Und der Hubschrauber ist ja weit weg. Dann nehme ich mal ordentlich Fleisch mit runter und brutzel mal was. Weil du bringst ja auch wieder Nachschub mit, ne? Ich bringe gerade Holz gleich mit. Nee, ich meine auch Fleisch. Das habe ich weggeworfen. Ernsthaft? Ja. Oh, das Pferd gibt Hühnchen. Ich mag Hühnchen. Nein, bei mir gibt es kein Hühnerfleisch mehr. Oh. Das sind wertvolle Tiere. Auch nicht, wenn das aus dem Dings kommt. Aus dem Bums. Nein. Auch nicht aus dem Pferd? Nein. Es ist trotzdem Hühnerfleisch. Oh. Musste ich bei Facepunch beschweren. Ich sag das ja, mal ändern. Wenn Manfred auf dem Dorf wohnen würde, der hätte ein kleines Häuschen und einen großen Stall, der größer ist als das Haus voller Hühner, Schafe und Schweine und einen Hund und 2 Katzen, ne? Da können Sie den ganzen Tag mit beschäftigen, ne? Das könnte immer die Eier sammeln. Du wirst lachen, mein Kollege, der wohnt ja auf dem Dorf. Der hat ja von seinen Großeltern das Grundstück geerbt. Und macht sich das fertig. Und das war ein altes Bauernhausgrundstück, also mit genug Land drumherum, mit einem großen Stall. Im Stall hat er erstmal sich Hühner angeschafft. Geil. Und 2 Katzen hat er auch. Und irgendwann kommt auch noch ein Hund. Auf so einen Hof gehört ein Hund. Das ist ein bisschen was anderes. Also ich wohne ja in einer klitzekleinen Wohnung. Für mich, für mein Tier wäre das Tierquälerei, wenn ich mir eins anschaffen würde. Weil, du weißt ja selber, unterm Dach, da wird es immer sehr warm, ne? Mhm. Und ich bin den ganzen Tag arbeiten. Und der müsste dann den ganzen Tag hier aushalten. Oder die. Oder, ja, der Kater oder die Katze oder der Hund oder die Hündin. Das geht nicht. Ich möchte da auch nicht das Tier mit ins Büro nehmen. Ich finde nicht, dass das so richtig ist. Da gehört ein Tier irgendwie für mich nicht hin. Das geht mal eins, aber manche machen das ja ständig. Hier eine Nachbarin, die hat einen süßen, großen, was ist denn das? Ein Schnauzer irgendwie, so eine dicke, fette Riesenschnauzerin. Aber das ist so ein lieber Hund. Bellt kaum, neugierig, ganz ruhig und gelassen. Der richtige Haushund, aber die nimmt den dann immer mit, wenn sie zur Arbeit fährt, ne? Jeden Tag. Mhm. Wie gesagt, ich finde das nicht so gut. Man hätte da sicherlich kein Problem mit in der Firma, aber ich bin dann auch manchmal den ganzen Tag unterwegs. Und was mache ich denn? Dann kann ich doch den Hund nicht bei den Leuten in der Firma lassen, ne? Manchmal, ich bin eigentlich ein paar Mal in der Woche den ganzen Tag unterwegs. Das geht doch nicht. Irgendwo hat man dann auch, wenn man so Tiere hat, doch eine Verantwortung, ne? Irgendwo. Dass man sich um die Tiere kümmert, sich versorgt, sich mit ihnen beschäftigt. Das sind ja dann doch irgendwo Familienmitglieder. Ich habe noch nichts, aber ich finde das wieder so spannend hier mit dem Essen. Ja, kannst auch mal unten bleiben. Hey. Gucken wir uns gleich mal etwas an. Das ist diskriminierend. Ich weiß, das ist meine Natur. Warum ist Stein im Ofen? Ich wollte jetzt nicht hochrennen. Ich mach da mal Holz rein und dann mache ich da Schwefel rein. Und was mehr kam da nicht rein, ne? Hier bei dem hier vorne, ne? Nö. Das geht schon. So, dann brauche ich einmal mein Hammer. Hammer. Was für ein Jammer. Huch. Er hat einen Hammer.
Dann brauche ich Holz. Holz habe ich, wenn du welches willst. Ich habe nur eins, bist etwas geklaut. Ich habe da oben noch nichts hingetan, ne? Ich habe das alles noch in meinem Inventar, weil ich jetzt erstmal als pflichtbewusste Frau in die Küche gegangen bin. So, jetzt bin ich gespannt. Was fehlt mir? Eine Million. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal.